Kunz ist vom Heiteren angekommen. Heimspiel heute für dich, Marco? Ja, Heimspiel, es fühlt sich so an. Ja, ich bin zwar kein Aargauer und kein Zofiger, aber es ist schon... Es sind sehr viele Luzerner da natürlich und ich weiss, dass die Leute vom Aargau da auch wegen uns auch kommen. Das ist schon ein Heimspiel. Also ich erwarte schon viele Leute vor der Bühne und deren, die Freude werden, an sich spielen. Und wir haben ja auch mega Freude, wieder da zu sein. Das ist immer eine Ehre und eine grosse Freude. Ja, natürlich den Luzerner nicht zu nachtreten, aber ich tue die Luzerner manchmal auch ein bisschen zum Heiteren dazu zählen. Was bedeutet für dich Heiteren Open Air? Ich bin halt mit 14 das erste Mal, oder 15 das erste Mal da oben gewesen, mit unserer Jugendgruppe vom Auensee und seitdem eigentlich alle Jahre. Mit 30 hat er das letzte Mal so, weißt du, zelteln. Und das ist einfach, das habe ich meine erste grosse Rausch gehabt und mich dreimal verliebt. Und weißt du, was man sonst noch macht im Zelt, oder? Schlafen. Natürlich. Sehr viele Erinnerungen und natürlich ganz viel Musik gelassen. Also ganz viele Acts gesehen und immer gesagt, hey, schau mal, dort oben, Mann, ich wollte einen Pink haben wir da noch gesehen, das weiss ich noch. Ich habe gesagt, ich wollte mal wie sie, ich wollte einfach auf die Bühne und ich wollte da oben spielen. Oder? Das ist so, und jetzt spiele ich das selber und das ist natürlich mega. Jetzt bist du noch nicht das erste Mal da. Man kennt das Ganze, wie es läuft. Gehst du ein bisschen ruhiger an die Sachen? Ja, ich glaube ruhiger schon, aber nicht weniger nervös. Aber ich weiss auch, was ich bekomme. Die Freude ist, glaube ich, das Mal noch grösser. Letztes Mal war ich sehr, sehr nervös, aber heute ist die Freude einfach gross. Eben, es hat so viele Familie und so viele Freunde, die mit den Kindern jetzt kommen und Bekannte und sagen, hey, meine Kinder sind da Fan, ich bin Fan, wir können mal hören. Und das wird, glaube ich, einfach ein grosser, schöner Nachmittag mit ganz vielen guten Leuten. Wahrscheinlich gibt es ja schon die Ersten, die sagen, weißt du, ich habe ihn schon gesehen und jetzt mit den kleinen Kindern kommen, bist du das schon mal ein bisschen ja, bewusst. Genau. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Zeit läuft. Jetzt wünsche ich mir dort einen tollen Gig. Gibt es schon neue Musik zu hören oder gibt es gleich wieder einen grossen Moment bei dir, oder? Ja, die aktuelle Single ist ja neu, Sing Sing, und die werden wir heute auch spielen, natürlich. Wir wünschen dir viel Spass und schön bist du bei uns am Heiteren. Danke, ja, danke, dass ich kommen darf, immer wieder. Ja, cool, wir haben immer Freude, wenn du kommst. Ich auch.